Ja, hallo zusammen. Da begrüße ich euch wieder aus Vulcan heraus. Und zwar immer noch mit dem neuen Char, wie immer man das nennen möchte. Wir haben hier beim letzten Mal ein bisschen aufgeräumt, haben ein nettes Schwert bekommen. Aber ich bin ja eher auf Dolche scharf als auf Schwerter. Gut, das ist erstmal wie es ist. Ich hoffe, dass ich denn jetzt auch in der nächsten Zeit einen netten Dolch finde oder so. Das wäre schon ganz nice. Aber irgendwo war hier jetzt ein Portal, das ich mir ganz gerne holen würde. Oder sehe ich das falsch? Ach, das ist das Portal, das wir schon haben, so ein Blödsinn. Wir gehen jetzt einfach mal da oben hin zur nächsten Hauptquest. Und schauen mal, was wir da bereisen können. Hallo? So. Tschüss. Okay. So. Hallöchen. So. Dolche wären auf jeden Fall schön, aber bisher habe ich ja auch mit dem anderen Schaden nicht wirklich viel Glück gehabt beim Suchen oder Finden von Items. Gar nicht mal so sehr beim Suchen. So. So. Was auch immer. Was Blaues. Also wir müssen aber da unten, wir können ja erstmal hier nochmal gucken, ob wir noch irgendwas finden. Ach ja, hier können wir lang, genau. Ja, genau, wir haben eine Abkürzung gefunden. Ich bin stolz auf mich. So, so jetzt wird es gleich ein bisschen Stress geben. Hier ein bisschen aufräumen. Abschreinig, was? Aber her mit der Kohle, wir brauchen jeden verdammten Cent. So, stirb. Alter, was kannst du hier einstecken, bitteschön? Ist aber nicht mehr wahr hier. So. Wir sammeln erstmal jeden einzelnen Cent ein. Besser ist das. So, dann gehen wir wieder zurück. Obwohl, da ist irgendwie so ein Eingang. So. Dann gucken wir uns den hier mal an, würde ich sagen. Aber erstmal können wir einen Aufstieg machen. Wir geben mal 5 Punkte in Zähigkeit. Und 2 in Wildheit und 3, das reicht ja nicht mal, egal. Bestätigen. So. Und ja, da wollen wir auch nochmal weitermachen. So, was kann denn der Jäger? Nur Fernkampf. Plus 3% angeschwungen.
ich sag mal, hier denn jetzt? Hinterlässt auf dem Boden eine Falle, welche den Gegner einfängt. Also, ja, das kann man machen. 3% Angriffsgeschwindigkeit im Nahkampf. 10% höher Angriffszauber und Bewegungsgeschwindigkeit für 5, wenn nur einen. So. So, dann können wir jetzt mal gucken gehen. Geschossen, passiert auch mal. So. Was war das denn jetzt hier? Hallo. Ach, das ist nicht so ein Unsichtbarkeitsvogel. Pfeilhagel interessiert mich. Und er prügelt sich doch da unten noch. Kiste. Hallo. Oh, ein Dolch. Sehr schön. Den nehmen wir natürlich. Ach, das hasse ich. Das hasse ich an dem Spiel. Kapuze der Diebe. Bla bla bla. Ein kleiner Obertrank kann man auch auf jeden Fall gebrauchen. Naja, Bogen, bla. War ich ja kein Bogen. Wäre ein Nahkampf-Dolchvogel sein. So, mal gucken. Was kann der denn? Die sollten wir auf jeden Fall anlegen. Nö, eine Armbrust nicht. Aber ein Dolch in jedem Falle. Schärfe des Alchemisten interessiert uns mal nicht so richtig. Legen wir erstmal an, weil was Besseres haben wir da sowieso gerade nicht. Nee. Pfeilhagel interessiert mich nicht, dafür muss auch. Ja. Lernen wir erstmal. So. Okay. Dann gehen wir hier wieder raus. So. Hallo. So. Hallo. Da müsst ihr gleich wieder alle auferwacht. Kann ich nicht okay. Gerade eben gesagt, auferwacht, auch ein schönes Wort. So, was haben wir hier? Schulter. So. Hier haben wir noch ein paar Griebel. Das soll doch genau. Das
Frostlanze. So. Tü-lü-lü. Wie gesagt, jeden einzelnen Cent. Auch den hier. Treffen wir auch schön. So. Und so. Auch her damit. So. Dann gehen wir mal hier irgendwo durch, wo wir durch können. Hallöchen. Tachtieren. Danke. So. Das Büchlein nehmen wir natürlich. Das Gold auch. So, und da sind wir schon beim nächsten Aufstieg. Jetzt lege ich mal hier. So. Und den Rest. Nein, hier noch ein. Und da noch den Rest. Und bestätigen. So. Was haben wir denn hier? Plus 1% im Umkreis von 7 Metern, weiß ich nicht. Was haben wir hier? Im passiven Modus wird der Präsenzlevel von Infiltrator. Aha. Mhm. Finde ich gut hier. Minus 6% Wut und Umkosten auf alle Zauber für 2,9 Sekunden. Auch nett. Passiven Modus, was auch immer. Wurde noch gar nicht integriert. Was haben wir hier noch Schönes? 5% mit Fernkampf. 3% Bonus auf kritische Chance durch Bewegung. Ja, einen haben wir noch. Beweglichkeit, solange du dich nicht weißt. Ist ja auch sehr merkwürdig. Entsperrt den Fähigkeitenplatz beeinträchtigende Munition. Hm, interessiert mich nicht. Nicht wirklich relevant. Schauen wir mal weiter. Ich glaube, da vorne war irgendwo ein Portal. Das würde ich mir ganz gerne noch in dieser Folge holen. Stirb. Holzhammer interessiert mich nicht. Sterben. So. Huch. Knapp daneben ist auch vorbei. Und so. Na komm. Das mit der Maus nervt mich. Die ist mit 4K echt zu klein. Sorry, aber ist so. Es gibt so. So. Wo ist das Blöde? Ne, da nicht. Ach, hau ab. Oh, ne, ich will mich jetzt gerade nicht mit rumschlagen.
Ich brauche das blöde Portal. Ja, bla bla bla. Wo ist das blöde Portal? Da ist es ja. Okay, das haben wir auf jeden Fall. Das ist gut. Und da machen wir uns jetzt auch mal vom Acker. So, und porten uns mal wieder nach Hause, nach Amat. So, ihr Lieben, und das soll es für die dritte Folge mit diesem Char auch gewesen sein. Mal gucken, ob ich ihn weiterspiele, mal gucken, was morgen ist, sodass ich zumindest die Woche noch voll machen werde. Alles klar, tschüss.